السلام عليكم. اخواته تشيت سويداوس كان اسمه شهر لا بأس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir befinden uns in dem Kapitel, vierten Kapitel, Bab al-Khawf min al-Shirk. Bab al-Khawfi min al-Shirk. Das heißt, das Kapitel oder die Angst vor dem Schirk. Und es ist nicht der Schirk selbst, der gefürchtet wird, sondern das Begehen des Schirk. Das ist grundsätzlich so. Die Ahkam sind die Normen, die beziehen sich nie auf Substanzen. Also wenn Allah Ta'ala mathalan sagt, Hurrimat alaykumul mayta waddamu wa lahmul khinzir, verboten wurde euch der Kadaver, das Blut und das Schweinefleisch. Es sind ja nicht die Substanzen, die verboten sind, sondern Handlungen des Mündigen im Kontext dieser Substanzen oder eine Handlung, die diese Substanzen betrifft. Denn die Substanz des Khamr ist nicht haram. Das Trinken des Khamr ist haram. Und genauso hier, nicht der Schirk selbst wird gefürchtet, sondern das Begehen des Schirk oder die Konsequenzen des Schirk. Ich glaube, wir hatten erwähnt gehabt, ein wenig etwas über die Reihenfolge dieses Kapitels gesprochen. Und dieses Kapitel folgt ja auf die Kapitel über die Norm der Pflicht im Tawhid, die Vorzüge des Tawhid und schließlich das Kapitel über die Realisierung und Verwirklichung des Tawhid. Und diese Reihenfolge verfolgt ein schlüssiges Schema. Also das wird sich noch so fortsetzen, ein paar Kapitel, und danach sieht man keinen wirklichen, wie soll ich sagen, keinen wirklichen Zusammenhang unter den einzelnen Kapiteln, was die Reihenfolge angeht. Aber das wird ja noch zwei, drei Kapitel so weitergehen. Jedes Kapitel baut auf das vorherige auf. Und nachdem so die Grundrisse über den Tawhid und den Schirk gezogen sind, kommt alles Mögliche durcheinander. Also die Einzelheiten und die Details dieser Kapitel, weil man kann durchaus sagen, die sämtliche Kapitel, wir hatten mal erwähnt, wie viele Kapitel dieses Buch hat, ich habe es jetzt selber vergessen, ich glaube 63 waren das, weiß nicht mehr genau. Die ersten 5 bis 6 Kapitel sind sozusagen die Grundsteine, die Grundrisse, und alles andere sind subtile Details, die irgendwas oder Erklärungen und Details zu diesen 6 Grundrissen. Jedenfalls, diese Reihenfolge verfolgt also ein schlüssiges Schema. Das Bewusstsein über eine Pflicht bildet nämlich den ersten Funken
der im Menschen überhaupt ihn überhaupt animiert dazu, etwas zu tun aufgrund des Pflichtbewusstseins, was ein Mensch natürlicherweise in sich trägt. Das Bewusstsein über die Vorzüge, was ja das zweite Kapitel ist, das fungiert als zusätzlicher Antrieb. Zu wissen, was jenen auserwählten Personen bevorsteht, die dieses Konzept oder diese Lehre tief verinnerlicht haben, denen das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dient als ein weiteres Motiv. An vierter Stelle dann steht die Furcht vor dem Gegenteil des Tawhid und somit vor sämtlichen gegenteiligen Konsequenzen des Tawhid. Alle Vorzüge des Tawhid haben auch ein Gegenteil, nämlich jeder Vorzug des Tawhid steht gegenüber einem Nachteil des Schirk. Und dieses Kapitel beinhaltet insgesamt fünf Texte, zwei Verse, drei Ahadith. Und die Texte, die hier angeführt wurden, implizieren insgesamt vier Faktoren für die Angst vor dem Begehen des Schirk. Das ist so ein Überblick jetzt mal zu den Texten hier. Das erste ist, dass der Schirk ein unvergebbares Vergehen ist. Schirk ist ein unvergebbares Vergehen. Und dazu sagt Allah Ta'ala in der Surah An-Nisa: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt, dass man Schirk begeht. Doch und hier muss man bei der Übersetzung aufpassen, beziehungsweise differenzierter übersetzen und penibler sein, denn zum Beispiel im Bubenheim steht, doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. So steht es in der Übersetzung von Bubenheim. Das ist aber ein bisschen ungenau, weil er sagt hier nicht, er vergibt, was außer diesem ist, sondern er vergibt, was geringer als dies ist. Was geringer als dies ist. Und was der Unterschied ist, dazu kommen wir noch, inshallah. Aber jedenfalls, da gibt es einen Unterschied. Und wer Allah etwas beigesellt, der hat für wahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Zweitens, der Schirk ist ein Vergehen, vor dem sich der Vater der Propheten Abul Anbiya Ibrahim gefürchtet hat. Und in Betracht dessen ist es für andere angebrachter, Furcht davor zu haben. Allah Ta'ala sagt in der Surah Ibrahim: Wa id qala Ibrahimu, Rabbi ja'al hadha al-balada amina, wa jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Und erinnere dich oder gedenke, als Ibrahim sagte: Mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. In diesem Kontext sind Götzen einfach alles, was neben Allah angebetet wird, nicht nur Statuen und Abbilder von Wesen, sondern das Wort Al-Asnam hier umfasst alles, was neben Allah Ta'ala angebetet wird. Es ist also jetzt nicht nur auf, wie gesagt, auf Götzen, Statuen, Figuren bezogen. Zumal der Schirk des Volkes von Ibrahim in erster Linie nicht ein Götzenkult war, in dem Sinne, dass sie die Götzen per se oder als Gottheiten angebetet haben, sondern sie haben sie als Inkarnationen Gottes gesehen. Naja, wie dem auch sei,
Das ist der zweite Grund. Der dritte implizite Grund hier ist nämlich, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, den Schirk um seine Gefährten fürchtete. Und auch hier ist die Schlussfolgerung, dass andere es erst recht verdienen, diese Furcht zu haben. Er sagte nämlich, wie Ahmed im Musnad überliefert, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Was ich am meisten um euch befürchte, ist der kleine Schirk. Und er wurde dann über ihn gefragt und sagte, die Augendienerei. Also das ist der kleine Schirk. Es ist aber nicht ausschließlich die Augendienerei. Also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, aber dazu kommen wir auch noch, wenn wir den Text kommentieren. Er beabsichtigte hier nicht, den kleinen Schirk auf die Augendienerei zu reduzieren. Er nannte lediglich ein Beispiel oder möglicherweise die am meist gefürchtete Art des kleinen Schirk, da die Absicht des Menschen beinahe unkontrollierbar ist. Beinahe oder schwer kontrollierbar ist und dementsprechend eben die Möglichkeit oder das Potenzial, wenn man das Potenzial nennen kann, ich glaube Potenzial hat eher so eine positive Konnotation, aber das Potenzial ist eben stark da, dass man hin und wieder in diesen Schirk verfällt. Und wenn das zu den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wird, welche Allah Ta'ala als Kollektiv im Koran für rechtschaffen und tugendhaft erklärt hat, dann haben andere diesen Schirk umso mehr zu fürchten. Deshalb auch einige der Salaf sagten, sie sagten, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber er sagte, dass das Heftigste, wogegen ich antreten musste oder muss, ist meine Absicht. Denn sie entweicht mir oder entweicht mir immer wieder. Also sie entweicht ihm sozusagen aus seiner Kontrolle oder aus seiner Hand und verändert sich immer wieder. Und daher ist das Überwachen seiner eigenen Absichten eine kontinuierliche Pflicht, eine kontinuierliche, dauerhafte Pflicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte hier nicht, dass er den großen Schirk fürchtet, den großen Schirk um die Sahaba fürchtet. Denn der große Schirk ist etwas sehr Offensichtliches. Etwas sehr Offensichtliches. Und in der Regel auch nichts, wovon der Mensch, also es kann natürlich Profit geben. Es kann für manche Menschen einen Nutzen geben, im Schirk zu bleiben. Obwohl sie sich über die Nichtigkeit und Unrichtigkeit des Schirk bewusst sind, weil sie beispielsweise ökonomisch, finanziell davon profitieren, weil ihr Ruhm davon abhängig ist, weil ihre Anerkennung davon abhängig ist oder ihre Machtposition. Wie es bei Herakl war. Herakl, oder ich glaube auf Deutsch sagen die Herakles, Azim al-Rum, es wird im Sahih überliefert, das ist eine lange Geschichte, die ist auch wohl bekannt, aber sie beinhaltet etwas eben, das hier zu dem Thema passt. Das ist diese Geschichte, als Abu Sufyan, als er in Palästina war, für den Handel mit einigen
mit einigen Komplizen. Und er wurde dann von Herakl, also den Statthalter der Römer dort, er wurde dort von ihm eingeladen, um ihn über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Dinge zu fragen. Und das ist ein sehr interessanter Hadith, ein sehr lehrreicher Hadith und ein Hadith, der auch die markanten Kennzeichen der Propheten darstellt. Jedenfalls, Herakl war auch schlau genug, um Vorkehrungen zu treffen, die verhindern, dass Abu Sufyan ihn anlügt. Weil die Lüge muss man immer von zwei Menschen am meisten befürchten. Lüge über einen anderen muss man von zwei Menschen am meisten befürchten. Jemand, der ihm feindlich gesinnt ist, der wird versuchen, ihn durch Lügen zu denunzieren, ihn durch seine Lügen schlecht zu machen, um sich selbst dadurch zu erfüllen, um seinen Groll dadurch zu stillen. Und jemand, der absolut loyal gegen jemanden ist, auch der wird möglicherweise lügen, eben sein Idol eben ins richtige Licht zu bringen oder rücken und Dinge zu sagen, die seinen, soll ich sagen, seinen Wert steigern, seine Anerkennung steigern lässt. Und deswegen sagte Herakl, dass Abu Sufyan, da er zu ihm sprach, dass er sich zu ihm richten soll mit seinem Gesicht und seine Gefährten sollen sich alle umdrehen in die andere Richtung. Abu Sufyan sieht also niemanden. Und wenn er lügt, sollen einer von denen oder sollen sie ihm ein Zeichen geben. Abu Sufyan war in dieser Zeit noch nicht dem Islam übergetreten und hegte starke Feindseligkeit gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Herakl fragte ihn Fragen wie, ob jemand unter ihnen und also unter den Arabern oder unter den Quraisch, unter den Mekkanern diesen Anspruch schon vorher erhoben hatte, also ein Gesandter zu sein von seinen Vätern oder ob von seinen Vätern jemand König und Herrscher war und dass er damit beabsichtigt, möglicherweise die Herrschaft seiner Vorfahren wiederherzustellen auf diese Art und Weise. Oder ob ihnen bekannt ist, dass er lügt oder gelogen hat. Denn das ist eine Tatsache so. Es ist ja in kleineren Orten ist es ja so, dass die Menschen sich meistens alle kennen. Im Gegenteil zu den städtischen, also zumindest den heutigen Städten, dass man meistens nicht mal seinen Nachbar kennt. Und das ist ja teilweise noch in Dörfern und kleinen Orten immer noch so. Man kennt, alle kennen sich irgendwie gegen an, wie heißt es, alle kennen sich. Und eine Lüge kann einen oder zwei Personen oder drei Personen vor ihnen verborgen bleiben, aber ein Lügner, also jemand, der ja, ein notorischer Lügner ist, der kann nicht sein ganzes Leben lang vor der ganzen Gesellschaft, yani, unverhüllt lügen. Und wird er enthüllt, dann verbreitet sich das meistens auch. Und jedenfalls, er fragte ihn dann, ob sie denn vom Propheten sallallahu alaihi wasallam derartiges kennen. Und er sagte nein und er fragte ihn andere Fragen, ob die Leute, die ihm zu ihm treten,
ob sie die Reichen, Wohlhabenden oder eher die Ärmeren sind und ob sie vom Iman abfallen oder ob sie bei ihm bleiben und so weiter. Und dann sagte Herakl am Ende, das ist jetzt der interessante Punkt, sagte, wenn es so ist, wie du sagst, wenn es so ist, wie du sagst, dann wird er diese Person mein, also das mein Reich oder das Reich der Römer, er wird das einnehmen oder er wird es in Anführungsstrichen besitzen. Und er sagte, und wenn ich könnte, würde ich zu ihm gehen. Und ich weiß nicht mehr genau, was er sagte und würde ihm, er sagt, glaube ich, ich würde ihm die Füße waschen oder so. Ich weiß nicht. Also das ist ein Ausdruck der Ergebenheit. Der Ergebenheit. Und dass ihr, und als sie dann fortgegangen sind, sagte Herakl zu seinen Leuten, die anwesend waren in seinem Schloss, er sagte zu ihnen, wenn ihr den Erfolg und das Gedeihen erstrebt, dann folgt diesem Mann. Dann folgt diesem Mann. Und diese Aussage führte zu einem hysterischen Durcheinander und die Leute sind zu den Türen gestürmt, welche verschlossen waren. Und dann sagte er rief sie zurück und sagte, er wollte nur ihren Iman testen. Er wollte nur ihren Glauben testen. Das heißt, laut der Darstellung der Hadith, war er eigentlich überzeugt, aber er wollte halt sehen, wenn sein Volk mitmacht, wenn seine Untertanen mitmachen und er halt seine Herrschaft behalten kann und sich auch dann sozusagen der Wahrheit zu widmen kann oder das, was er als Wahrheit anerkennt, zu widmen kann. Und das sind zwei Fliegen mit einer Klatsche. Oder er probiert's und wenn es nicht geht, dann bleibt er eben bei seinem Ruhm und bei seiner Herrschaft. Das heißt, also im Grunde genommen, was ich einem sagen wollte, ist, der große Schirk ist eine offensichtliche Sache, die die Naturwidrigkeit oder die Widrigkeit des großen Schirk zur Fitra ist etwas offensichtlich ist und für einen Muslim in der Regel nicht vorteilhaft, bringt ihm keinen Profit. Und dementsprechend ist es auch kontrollierbar. Also man kann es mit vollem Bewusstsein entscheiden, das zu machen oder nicht zu machen. Bei dem kleinen Schirk ist es aber nicht der Fall. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht, dass er den großen Schirk um die Sahaba fürchtet. Der kleine Schirk, und er definierte ihn als den Riya, wie gesagt, möglicherweise, weil das die gefährlichste, die am meist vorkommende Form des kleinen Schirk ist. Und der Riya bedeutet nicht nur, dass man betet und andere dabei zuschauen lässt oder betet, dann andere zuschauen. Der Riya kann sich in vielerlei Formen äußern. Vielerlei Formen. Jedenfalls, das ist der dritte Grund. Der vierte Grund ist, dass der Schirk ein Hindernis vor dem Paradies ist und ein direkter Pfad nach Jahannam. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Wer stirbt, während er neben Allah andere anruft, anbetet, vergöttert, wird ins Feuer eingehen. Und er sagte, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Wer Allah begegnet, ohne ihm etwas beizugesellen, der wird ins Paradies eingehen. Und wer ihm begegnet, während er ihm etwas beigesellt, der wird ins Feuer gehen. Und das sind also die vier Ursachen, die implizit in den fünf
Texten enthalten sind oder erwähnt worden sind. Daneben gibt es nicht implizit in den Texten, in diesen Texten enthaltene Ursachenfaktoren. Ein davon ist, dass der Schirk sämtliche gute Taten eliminiert und sie in den Schatten stellt. In der Surah Az-Zumar sagt Allah Ta'ala: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dir und denjenigen vor dir ist ja als Offenbarung eingegeben worden: wenn du Allah beigesellst, wird dein Werk ganz gewiss hinfällig. Und du gehörst ganz gewiss oder du wirst ganz gewiss zu den Verlierern gehören. Der fünfte Faktor ist, der Muschrik wird endlose Strafe angedroht. Der sechste Faktor ist, dass die Scharia den Schirk als eine Unreinheit bezeichnet. Allah Ta'ala sagt in der Surah Tauba: Ja, ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najas. Fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da a'amihim hadha. Ja, ihr Lieben, Amen. Die Götzendiener sind innamal mushrikuna najas. Die Götzendiener sind eine Unreinheit. Das Wort mushrikun ist ja ein Partizip aktiv. Das bedeutet, die diesem Wort zugrunde liegende, diesem Wort zugrunde, das diesem Wort zugrunde liegende Infinitiv ist Schirk. Also der Schirk ist eine Unreinheit. Und dazu sagt Ibn Qayyim etwas ganz Interessantes. Er sagt in seinem Buch Irathatul Lahfan, er sagt, die Unreinheit des Schirk ist zweierlei. Die schwerwiegende Unreinheit und die leichtere Unreinheit. Die schwerwiegende ist der große Schirk, der große Polytheismus, den Allah Ta'ala nicht verzeiht. Denn Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesetzt wird. Die leichtere ist der kleinere Schirk oder der kleine Polytheismus, wie geringfügige Heuchelei, Schauspielerei für die Geschöpfe, Schwören bei ihnen und Furcht oder Hoffnung in sie zu setzen. So, dann sagt er, die Unreinheit des Polytheismus ist substanziell. Also der Schirk per se ist unrein, auch wenn es etwas Abstraktes ist. Wenn es aber eine Substanz hätte, dann wäre die Substanz des Schirk die Unreinheit. Und das ist ganz interessant, denn Allah Ta'ala sagt nicht, die Mushrikun sind Najis, quasi der Schirk ist Najis, sondern Najas mit einem A-Vokal über dem Jim und nicht mit einem I-Vokal. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen dem Begriff Najas und Najis. Najas ist das Wesen der Unreinheit selbst. Und Najis mit I-Vokal ist das, was unrein geworden ist. Also ein Kleidungsstück wird Najis, wenn es von methylen Urin oder dem Khamr getroffen wird. Der Urin selbst und der Khamr sind per se Unreinheiten, nicht unrein geworden. Und deswegen der Schirk ist substanziell oder per se die größte Unreinheit, wie er auch die größte Ungerechtigkeit ist. Der Najis in der Sprache oder die Najasa in der Sprache bedeutet etwas
das abscheulich ist, das man meiden möchte und sich davon distanzieren möchte, so dass man es weder berührt, noch riecht, noch sieht, geschweige denn, dass man sich damit vermengt oder es trägt, eben wegen seiner Schmutzigkeit und der Abneigung der gesunden Natur dagegen. Und unreine Substanzen können entweder den Körper oder das Herz schädigen oder beides. Und das Unreine kann durch seinen Geruch schädigen oder durch die Berührung, selbst wenn es keinen unangenehmen Geruch hat. Das heißt, die Unreinheit kann einmal physisch und sichtbar sein, also eine konkrete Unreinheit, und einmal abstrakt und innerlich. Taib. Kommen wir zum ersten Text hier. Wie gesagt, das ist der erste der fünf. Das ist die Surat, der Vers aus der Surat Un-Nisa, den er nicht komplett hier angeführt hat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bis hierhin hat er angeführt, er geht aber noch weiter. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was unter diesem ist, vergibt er, wem er will. Und wer Allah etwas beigesellt, der hat für wahr eine gewaltige Sünde ersonnen. So, die offensichtliche Bedeutung des Verses ist ja ersichtlich. Die Bedeutung des Verses ist, dass Allah Ta'ala den Schirk nicht ohne eine Abkehr und Reue von ihm vergibt. Sollte ein Muslim eine große oder kleine Sünde begangen haben, die er nicht bereut hat, kann ihm Allah vergeben, ohne ihn zu strafen oder seinen Lohn zu mindern. Und hier kommen wir nochmal auf die Sache, auf diesen Unterschied, den ich vorhin schon angemerkt habe. Man beachte nämlich hier die Wortauswahl des Verses, denn er sagt hier nicht, dass er alles andere vergibt, wie es Bubenheim übersetzt hat, sondern dass er Geringeres vergibt, weil der große Kufr und der große Nifaq sind Äquivalente des Schirk und damit ebenso unvergebbar. Das heißt, dementsprechend stellt sich nicht die Frage, was ist dann mit dem Schirk, ist mit dem Kufr oder dem großen Nifaq, ist er nicht mit eingeschlossen. Ja, wie gesagt, der Vers sagt nicht und alles andere, sondern alles, was darunter ist, was geringer ist. Und der Kufr und der große Nifaq sind nicht geringer. Und das ist eine Sache, yani, über die es den Konsens der Muslime gibt. An-Nawawi sagt hierzu in dem Scharh, in der Erklärung oder in dem Kommentar zum Sahih Muslim, er kommentiert den Hadith, der gleich kommen wird. Er sagt, wa amma dukhulul mushrik an-nar فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. So er sagt, was den Eintritt des Polytheisten in das Feuer betrifft, so ist dies allgemeingültig. Also der Vers oder die Verse diesbezüglich sind allgemein. Nichts wird daraus, also nichts wird hier aus diesen allgemeinen Versen durch den Tafsir herausgenommen. Dann sagt er, er wird es betreten und darin ewig verweilen. Und dabei gibt es keinen Unterschied zwischen den Schriftbesitzern und den Götzendienern und anderen Ungläubigen. Und dann sagt er, und bei den Anhängern der Wahrheit, bei den Ahlul Haq, gibt es keinen Unterschied zwischen dem ungläubigen Widersacher, also wie jemand, der eben wie heißt das? Aus Sturheit
und Widerspenstigkeit den Islam ablehnt und anderen, also die das aus anderen Gründen ablehnen, noch zwischen denen, die von der Religion des Islams abweichen oder abfallen und denen oder abfallen, und noch zwischen denen, die grundsätzlich dem Islam widersprechen, also grundsätzlich sich nicht zum Islam bekennen, und denen, die sich dem Islam oder der Milla zugehörig fühlen, aber dann aufgrund der Leugnung dessen, was durch seine Leugnung Unglaube bewirkt, als Ungläubige angesehen werden. طيب. Die Aussage Allah Ta'alas, doch was unter diesem ist, vergibt er, wem er will. Das ist eine der stärksten Beweise für die Ahlus Sunnah. Nicht nur die Ahlus Sunnah, die Mehrheit der Umma, dass die großen Sünden, die Kaba'ir, ohne Tauba vergebbar sind. Sie sind vergebbar. Die Mu'tazila, eine der frühesten Gruppierungen oder theologischen Lehren oder Schulen, wie man es auch nennen mag, sie interpretierten den Vers damit, weil damit das yani in damit eine, wie soll ich sagen, Konsistenz, nicht Konsistenz, eine, wie heißt das, eine Übereinstimmung zwischen ihrer Lehre und dem Vers gibt, sagten sie, dass der Vers über jene handle, die Sünden bereuen. Vers handelt über diejenigen, die Sünden bereuen. Aber das ist aus mehreren Gründen irrsinnig, weil wenn dies der Fall wäre, dann gäbe es ja gar keinen Unterschied zwischen dem Schirk und allen anderen Sünden. Dann müsste man das nicht doppelt erwähnen. Dann wäre der erste Satz ja überflüssig. Oder der ganze Vers wäre überflüssig. Weil wenn alle Sünden inklusive des Schirk nur vergebbar sind, wenn die Tauba realisiert wird, dann muss hier nicht differenziert werden. Zweitens, ist das Vergeben eines bereuenden Sünders ein Versprechen Allahs, das in mehreren Stellen des Korans vorkommt. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Und das wird erfüllt und ist nicht abhängig von dem Willen Allahs in diesem Sinne, also dass er, wem er will, vergibt und wem er nicht will, nicht vergibt. طيب. طيب begnügen wir uns hiermit. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Assalamu alaikum.